weil ich arbeitssuchend bin, vorweg ein Lied. Found a peanut, last night I found a peanut last night. Where'd you find it, where'd you find it, where'd you find it last night, where'd you find it, where'd you find it last night? In the dustbin, last night. In the dustbin, last night. Cracked it open last night. Last night I cracked it open last night. Found it rotten last night. Last night I found it rotten last night. Ate it anyway last night. Last night I ate it anyway last night. Naja, I felt sick last night. Last night I felt sick. I felt sick last night. Called the doctor last night. Last night I called the doctor last night. Went to heaven last night. Last night I went to heaven last night. Didn't want me last night. Last night they didn't want me last night. So. Ich lese leider Freiberufler fit fürs Finanzamt. Ich mache darauf aufmerksam, ich suche Arbeit als Angestellter. Ich bin auch für den öffentlichen Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen an Schulen qualifiziert. Ich bin angekommen. Am Anfang steht das Geld, was Sie über Rechnungen wissen sollten, im Abschnitt elektronische Rechnungen. So, ich mache die Eieruhr an. Elektronische Rechnungen. Eine Rechnung per E-Mail zu versenden klingt unkompliziert. Ein einfacher Klick und schon ist die elektronische Rechnung im PDF- oder TIFF-Format verschickt oder als Web-Download bereitgestellt. Seit 2011 gilt, ob eine Rechnung auf Papier oder per E-Mail verschickt wird, ist unerheblich. Jede Rechnung muss die gleichen Vorgaben erfüllen. Digitale Signaturen müssen aber nicht mehr verwendet werden. Allerdings ist der Rechnungsversand per E-Mail damit noch nicht ohne Haken. Bis vor kurzem war die qualifizierte digitale Signatur eine zentrale Voraussetzung dafür, der Echtheit und Unversehrtheit einer Rechnung nachzuweisen.
Mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 wurde diese Regelung gelockert. Seitdem können Rechnungen wesentlich einfacher per E-Mail verschickt werden und obendrein fallen komplizierte Verschlüsselungsverfahren damit für viele Unternehmen auch noch weg. Trotzdem müssen beim elektronischen Versand einige Vorschriften beachtet werden. So, jetzt gibt es hier, ich gucke in der Legende nach, zum Abheften. Zum Abheften. Die Finanzverwaltung empfiehlt, das Bundesfinanzministerium hat in einem Schreiben klargestellt, wie die vereinfachten Vorschriften für elektronische Rechnungen angewendet werden sollten und welche Voraussetzungen künftig im Detail für den Vorsteuerabzug elektronisch übermittelter Belege gelten. Die Schreiben des Bundesfinanzministeriums, die sogenannten BMF-Schreiben, sind auf der Homepage des Ministeriums zu finden. Und dann gibt es hier eine Internetadresse http://www.bundesfinanzministerium mit Bindestrich zwischen Bundes- und Finanzministerium.de. So. Danach kommt noch so eine. Nee, das ist, glaube ich, nicht Teil der E-Mail. Ich weiß nicht, was das danach soll. Zunächst einmal gilt nach wie vor, als Unternehmer dürfen Sie dem Empfänger nur dann eine elektronische Rechnung schicken, wenn dieser dem zugestimmt hat. Hier reicht schon die stille Zustimmung, indem die Rechnung kommentarlos beglichen wird. Möchte der Rechnungsempfänger aber keine E-Rechnung, sind Sie verpflichtet, weiterhin die Rechnung an diesen Kunden in den Briefumschlag zu stecken. Darüber hinaus müssen Sie bei elektronischen Rechnungen sicherstellen, dass die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit der Rechnung gewährleistet sind. Im Klartext bedeutet das, wer die Vorsteuer aus einer eingegangenen elektronischen Rechnung geltend machen möchte, muss diese Punkte überprüfen. Dann gibt es einen Hinweis auf die CD. Die Checkliste für die Prüfung von Eingangsrechnungen finden Sie auf der beigefügten CD. Es muss also geklärt werden, ob die Rechnung tatsächlich auch vom angegebenen Aussteller stammt und ob der Inhalt der Rechnung stimmt. Ob also die berechneten Leistungen oder Waren zutreffend aufgeführt sind. Dies ist zum Beispiel anhand der Bestellung des Auftrags oder des zugrunde liegenden Vertrags möglich. Bezüglich der Lesbarkeit elektronischer Rechnungen sollten Sie daran denken, dass meist ein geeignetes Programm zum Anzeigen notwendig ist, etwa ein PDF-Viewer. Gefahren lauern jedoch auch anderswo, denn elektronische Rechnungen müssen ebenfalls über einen Zeitraum von 10 Jahren aufbewahrt werden, und zwar in der Form, in der sie eingegangen sind. Die Beweislast liegt hier beim Unternehmen. Es reicht also nicht aus, die Rechnungen auszudrucken und etwa und wie einen Brief zusammenzufalten, um sie dann anschließend im Ordner aufzubewahren. Elektronische Rechnungen müssen im Originalformat archiviert werden und müssen für die gesamte 10-jährige Aufbewahrungsfrist lesbar bleiben. Daher muss etwa der genannte PDF-Viewer 10 Jahre lang zur Verfügung stehen. Der Datenträger darf darüber hinaus keine Änderung an den Rechnungsdokumenten zulassen. Denkbar sind also vor allem nur einmal beschreibbare CDs und DVDs. Übrigens,
Rechnungen, die von Computer, Telefax, Fax-Servern aus an Standard-Faxgeräte des Rechnungsempfängers übertragen werden, gelten nunmehr ebenfalls als Papierrechnungen. Rechnungen ins Ausland. So, dann ist das Kapitel sogar schon zu Ende. Wer Kunden im Ausland hat, muss zusätzlich zu den üblichen Pflichtangaben noch einige Besonderheiten beachten. Der wichtigste Punkt dabei ist die Umsatzsteuerpflicht. Hier müssen Sie in jedem Einzelfall klären, ob Sie für Ihre Dienstleistung Umsatzsteuer in Rechnung stellen müssen oder nicht. Im europäischen Umsatzsteuerrecht spielt das Thema sonstige Leistungen eine große Rolle. Leider ist nicht pauschalisierend zu sagen, welche Dienstleistung darunter fällt und welche nicht. Hier sollten Sie anhand des konkreten Leistungsangebots Ihres Unternehmens mit Ihrem Steuerberater und dem Finanzamt klären, ob Ihre Umsätze in Deutschland besteuert werden müssen oder nicht. Darüber hinaus wird zwischen Geschäften zwischen Unternehmen und Aufträgen von Privatpersonen unterschieden. Darüber hinaus wird zwischen Geschäften zwischen Unternehmen und Aufträgen von Privatpersonen unterschieden. In den meisten Fällen wird Ihre Leistung nach deutschem Recht nicht versteuert werden. Dann müssen Sie auf Ihren Ausgangsrechnungen aber den Kunden ausdrücklich darauf hinweisen, am besten mit einem Hinweis auf die jeweilige Rechtsgrundlage. Zum Beispiel mit dem Satz, diese Leistung unterliegt nicht dem deutschen Umsatzsteuerrecht. Ein Tipp. Es ist zwar rein juristisch betrachtet ausreichend, diesen Hinweis in deutscher Sprache abzufassen. Kundenfreundlicher ist es jedoch, wenn Sie den Hinweis zusätzlich in Englisch oder der Sprache Ihres Auftraggebers dazusetzen. Für Rechnungen ins Ausland benötigen Sie eine eigene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Darüber hinaus müssen Sie die Umsatzsteuer-ID Ihrer Kunden sorgfältig prüfen. Damit das Honorar Ihrer ausländischen Auftraggeber schnell auf Ihrem Konto landet, sollten Sie Ihre Bankverbindung in den international üblichen Standards benennen. Das bedeutet, Sie schreiben die Bankdaten mit IBAN, BIC und SWIFT Code auf. Diese Informationen erhalten Sie von Ihrer Bank. Wenn Sie Online-Banking nutzen, können Sie die Daten direkt im Portal abfragen. Diese Hinweise auf der Rechnung nützen Ihnen gleich doppelt, denn auf diese Weise kostet Sie die Überweisung aus dem Ausland nichts. So, jetzt kommt Kapitel 2.
Oh Schreck, die Umsatzsteuer, kein Buch mit 7 Siegeln. Dann gibt es folgende Punkte. Einmal ein sogenanntes Merke. Freiberufler und Gewerbetreibende, ein großer Unterschied. Dann gibt es ein Umsatzsteuer, ein Grundkurs. Zum Abheften keine normale Kundschaft, Freiberufler in den Kulturberufen. Zum Abheften, wann wird geheilt? Dann vor Gericht, Yogakurse sind keine Heilbehandlung. Dann noch ein vor Gericht, Fremdsprachen, Dozentin mit und ohne Umsatzsteuer. Dann gibt es wieder ein Zitat aus einer Steuerkanzlei in Köln. Dann gibt es wieder ein Merke zur Vorsteueraufteilung. Dann gibt es einen Abschnitt 7 oder 19 oder gar keine Prozente. Hinter den Paragraphen 7%, warum eigentlich? 1 Uhr. Ein vor Gericht, Internetauftritt unterliegt nicht immer dem Urheberrecht. Zum Abheften, wann übertrage ich Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz? Ein vor Gericht, ermäßigter Steuersatz, nicht immer entscheidet das Urheberrecht. Dann geht es um die sogenannte Kleinunternehmerregelung. Noch ein Zitat aus der Steuer. Haupt- und Nebenleistungen bei der Umsatzsteuer. Noch ein Zitat. Den Vorsteuerabzug. Die Umsatzsteuervoranmeldung und die Umsatzsteuererklärung. Umsatzsteuerprüfungen. Verbindliche Auskunft an das Finanzamt und dann ist das Kapitel zu Ende. Ist ein relativ langes Kapitel, ist auch ein wichtiges Kapitel, glaube ich. Oh Schreck, die Umsatzsteuer, ein Buch mit 7 Siegeln oder kein Buch mit 7 Siegeln. Das K ist in Klammern gesetzt. So. Das ist eine relativ kurze Folge. Ich höre jetzt auf. Ich habe keinen Bock mehr. Es ist Sonntag. Tschüss.